Geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will gar nicht so weit inhaltlich auf diese Anträge eingehen, sondern etwas zum Verfahren sagen und das vielleicht erläutern, damit auch wirklich jedem hier klar wird, was da eigentlich passiert ist. Mitte letzten Jahres wurde ja eben dieser Antrag Inklusion im Sport von Rot-Grün in das Parlament eingebracht. Es gab eine umfangreiche Anhörung zu dem Thema. Es gab ein oder zwei Aussprachen im Sportausschuss zu diesem Thema. Es haben sich die Experten dazu geäußert, auch Kritik geäußert. Einige Schwachpunkte wurden herausgearbeitet. Und der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Herr Bischoff, machte dann kurz vor Weihnachten letztes Jahr an alle Fraktionen das Angebot, man möge doch bitte die Änderungsvorschläge einschicken, damit am Ende was Gemeinsames dabei rauskommt. Es sei ja schließlich ein wichtiges Thema. Genau das taten wir auch. Wir haben da was ausgearbeitet, eine ganze umfangreiche Liste an Ideen und an Änderungsvorschlägen eben auf Referentenebene eingesendet und bekamen kurze Zeit später eben die Absage, es sei wohl irgendwie zu kompliziert, das zusammenzufügen und das Gemeinsame findet nicht mehr statt. Soweit so gut. Dann tauchte relativ plötzlich eben der Antrag von CDU und FDP auf und wir dachten uns gut, bevor wir die ganze Arbeit für umsonst gemacht haben, haben wir eben unsere Vorschläge, unsere Verbesserungen für den ursprünglichen rot-grünen Antrag in einen Entschließungsantrag gebracht und heute auch hier eingebracht, um später dann im Ausschuss darüber beraten zu können. Herr Kollege Lammler, die Kollegin Paul wird Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Sehr gerne, Sie die Frau zulassen. Hervorragend, Frau Kollegin Paul, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade ausgeführt, dass Sie eine Reihe von Vorschlägen eingebracht haben. Ich möchte Sie nun fragen, ob Sie diese Vorschläge auch zu der vereinbarten Frist, die unter den Referentinnen und Referenten irgendwie vereinbart worden war, eingereicht haben. Und zum anderen, haben Sie eine Liste eingereicht oder haben Sie einen kompletten neuen Textvorschlag eingereicht, Herr Kollege? Vielen Dank, Frau Paul. Ja, wir haben die Frist eingehalten. Das war alles fristgerecht. Wir waren sogar die Ersten, Frau Paul, vielleicht sollten Sie mit der Referentin reden. Das ist meine Information. Und meine Information ist tatsächlich, wir waren dann die Ersten, die was eingesendet haben. Der Antrag, der jetzt hier heute von uns vorliegt, ist wesentlich stärker ausformuliert als die Punkte, die wir damals eben eingesendet haben. Aber im Grunde genommen spiegelt es genau das wieder. Wie dem auch sei, Frau Paul, kein Grund zu einer künstlichen Empörung hier. Alles wird gut. Ich habe heute um 12 Uhr eine E-Mail bekommen in meinem E-Mail-Postfach und da wurden wir erneut eingeladen, uns nochmal die sportpolitischen Sprecher zusammenzusetzen, über Inklusion im Sport zu sprechen. Und auch dieses Angebot nehmen wir sehr gerne wahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, Frau Paul, alles wird gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dass wir da etwas gemeinsam auf die Beine bringen können. Denn das Thema ist viel zu wichtig, als dass wir uns nicht die Mühe geben würden, da gemeinsam über Parteigrenzen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank.